So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. 2 von 3 in dieser Session. Kommen hier gleich unten wieder Leute angelaufen. Wir haben gerade gepennt. Bisher läuft da noch keiner lang. Ne, diesmal wurde hier keiner eingespawnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Folge Gegner bekämpfen müssen. Ich hätte vielleicht auch vorher unten beim Strand landen sollen, ein bisschen was zu essen holen. Muss jetzt erstmal das Gerüst für oben hinstellen und dann werden wir gucken, dass wir hier immer mehr dann rausnehmen aus dem Gerüst. Kann ich hier vielleicht auch eine bessere Treppe hinsetzen? Fände es übrigens schön, wenn ich nicht mehr aufwachen würde und dann so extremst viel Zeug in meinen Augen hätte. Das fühlt sich halt immer an, als wenn ich so eine Mumie wäre und ich da vollkommen mit Sand bedeckt bin und mich da dann rauskratzen muss, aber das ist halt wirklich nur über meinen Augen. Komplett voll. So richtig versteinert und dann machst du das auf und dann hörst du da so ein. So fühlt sich das für mich an. Das Geräusch hört man nicht wirklich. Das sollte dazu gesagt sein. Manche Leute denken das ja, dass wenn man so ein Beispiel macht, dass das dann auch wirklich so ist, aber nein. Und dann kann ich meistens sogar bis zu einer Stunde nicht sehen. Oder halt zumindest komplett verschwommen nur. Ist auch immer nett. Hätte gern mal wieder mehr von diesem Katzenfutterzeugs. In den Konserven. Müssten wir auch mal irgendwann wieder sammeln, aber. Wo hatten wir da eigentlich immer so viel Vorrat von? Da hatten wir da auch ein Lager für. Wodurch ich das dann am Ende so oft hatte. Weiß ich schon nicht mehr. Ist aber auch lange her. Wir haben sehr lange an anderen Projekten gearbeitet. Sind dann gar nicht mehr hier hinten in die Ecke gekommen. Hier hinten sowieso nicht. Hier haben wir ja noch gar nichts gebaut vorher. Hier ist ja im Moment nur das Restaurant am gebaut werden.
drüber nach, ob wir nicht einfach die Treppe direkt hier irgendwo in den Gang reinsetzen. Sieht wahrscheinlich scheiße aus, aber. Obwohl, wenn wir die hier hinsetzen würden, um hier hochzukommen, und dann machen wir da unten einfach einen Raum halt hin. Das wird eventuell gehen. Ja, so ungefähr. Obwohl, das macht den ganzen Weg, den ich hier rüber gebaut habe, halt auch ein bisschen unnütz. Woher weiß ich, wo es lang geht in dieser weiten Welt? Geh ich rechts, geh ich links, da drück ich lieber Help. Mach dir nichts aus, Junge, sagen sie immer. Aber das macht da war noch ein drittes. Es muss doch eine Richtung geben für meine Qual. Warte mal, schau doch mal genauer. Ich glaube, ich setze mich demnächst auch noch mal jetzt wirklich an einen neuen Track. Oder waren sogar noch zwei. Wir bräuchten nämlich hier für dieses Gebiet vielleicht noch einen. Den Strand-Track könnten wir gebrauchen. Wäre, glaube ich, recht cool. Virginia, warum jetzt? Muss das sein? Muss das sein? Muss das sein? Geh doch weg! Will sich aber auch schlagen lassen hier. Wo ist die jetzt hin? Wow. Dann haut sie direkt ab. Ich meine, ich habe sie gerade gesehen, aber so schnell ist die doch auch wieder nicht. Das ist so ein gutes Headbang-Lied. Fällt mir eine Küche bräuchten wir hier eigentlich auch, ne? Vielleicht könnten wir das hier ja nutzen. Wenn wir hier eh schon die Treppe hoch machen, dass wir hier dann so einen Weg in so ein anderes Gebäude reinmachen, was dann die Küche wäre. Ist das eine Idee? Das könnte man, glaube ich, machen. Von der Höhe her soll es ja eigentlich auch passen, ne?
Anhand der Tatsache, dass wir noch keinen Gegner gesehen haben, würde ich pauschal einfach mal sagen, wir werden heute auf Mutanten treffen. Sei denn, die kommen hier vielleicht doch noch irgendwann an. Aber das fühlt sich irgendwie so an, als wenn sie die gleich den Boss hier spawnen wollen würden. So, wenn ich hier jetzt einfach das drunter setze. Haben wir halt oben die Küche, dann kriegen die Leute, die nämlich hier oben in dem VIP-Dingen sitzen, eher ihr Essen als die Leute, die da unten sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die überhaupt ihr Essen kriegen, ist nochmal geringer, weil man könnte ja die Treppe runterfallen. Habe ich schon sehr schlau mir ausgedacht. Da würde es ja eigentlich auch Sinn machen, wenn man dann den Boden aus Stein machen würde oder so. Mit, falls es da brennt, das nicht unbedingt rüberläuft, aber das wird es wahrscheinlich trotzdem. Glaube, das hält recht wenig vom Feuer dann ab. Das machen wir mal zu so einem 4x3er anstatt so einem 3x3er. Man will ja auch ein bisschen Platz haben. Obwohl, das wären 4-4er. Ja, das geht auch. Dankeschön. Natürlich. Das ist nicht hoch genug. Warte, da war noch das andere. Kann ich die zusammentun? Das ist hoch genug. Rennst du? Babys. Ich habe ja gesagt, wir müssen heute mit Mutanten was machen wieder.
schon kann es weitergehen. Pack die Loks ins Transportsystem, seh den Kelvin schon umdrehen. 6 Sekt im Kopf, nur noch 10. Babys kommen doch aber nicht alleine. Ey. Das sind aber wieder die normalen Leute. Das ist eine komische Truppe. Schon kann es weitergehen. Pack die Loks ins Transportsystem. Seh den Kelvin schon umdrehen. Sechs Sekt und Kopf nur nach 15. Kelvin, sag mal, was ist dein Problem? Lass mich ohne Holz da stehen. Nimmst mir alles weg, du Arme. Denkst wohl, dass ich so. So, wo sind die anderen hingelaufen? Da unten. Dreh dich um. Da sind noch zwei. Ist der Speertyp. Hat ihm recht wenig gebracht. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Kann natürlich sein, dass da noch welche sind. Ich sehe jetzt hier nur keine. Ob ich dann für die Küche vielleicht auch noch mal einen separaten Eingang mache? Wahrscheinlich. Wird ja Sinn machen, dass die einen eigenen Eingang haben, anstatt dass die einfach immer durch einen normalen Eingang durch müssen. Natürlich. Diesmal aber glaube ich nichts, was ich drauf tun kann. Mir wurde übrigens gerade was geschrieben, das würde ich mir auch gleich gerne angucken, aber die Folge ist ja eh gleich vorbei. Kann ich mich bestimmt oben irgendwo hin positionieren und das dann da angucken. Ja, das wird leider nichts. Kann man besser so machen. Fuck you. Ja, gehen wir hier mal eben in Sicherheit. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier weiterbauen. Das ist ja mittlerweile fast schon
relativ nah an der Fertigstellung im Vergleich zu vorher. Ciao.